Name ist Fee Stracke. Ich bin Pianistin und habe Musik komponiert, die von Möbeln inspiriert ist. Vor ein paar Jahren saß ich im Warteraum eines kanadischen Flughafens. Ich war auf der Rückreise vom Bandworkshop. Voll von Eindrücken und ziemlich übermüdet blickte ich in den Saal und dann kam eine Inspiration. Die Stuhlreihen und ihre Ablagetische formierten sich zu musikalischen Bögen. Stuhl, 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 Tisch. Stuhl, Stuhl. Tisch, Stuhl, Stuhl, Stuhl. Zu Hause verfolgte ich diese Idee. Mein alter Ulmer Hocker brachte mein neues Konzept weiter. Seine Seitenmaße, die Fingerzinkenbauweise und seine vielfältige Nutzbarkeit wurden Parameter für drei meiner Kompositionen. Ich las über Max Bill, den Erfinder des Ulmer Hockers, und mich fasziniert seine Idee, Alltägliches neu zu denken. Diesen Ansatz hatte schon das Bauhaus entwickelt und er ist die Grundlage vieler Möbel geworden, die heute Design-Ikonen sind. Auf dem Ulmer Hocker kann man nicht nur sitzen. Man kann ihn als Trage nutzen, ihn stapeln und als Regal verwenden. Er lädt ein zum Anmalen, Nachbauen, Interpretieren. Man darf und soll mit ihm spielen, mit ihm improvisieren. Und das ist für mich Jazz.